Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Heute gegen den, ja, wie soll ich sagen, einer der Bosse der Weißen Jagd oder so. Auf jeden Fall keine wirkliche Bedrohung für mich, denn ja, es hatte schon Gegner, die hatten mich two gehittet, also, oder one gehittet, aber der hier ist ein Witz. Ah, er heilt sich, oder was? Auch nicht schlechter Monarch. Er versucht sich damit aufzuheilen. Aber das lasse ich ihm auf keinen Fall zu durchgehen. Au. Au. Falsche Richtung. Au. Au. Wow, ich habe zu viel verloren. Meine Fresse. Heilen. Hier, hier, hier. Und, oh, wir haben ihn gekillt. Dann nehmen wir natürlich alles mit. Unnötigerweise. Aha. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Ist auch verschlüsselt. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben Sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Ja. Hätten Sie mehr Zeit gehabt, hätten Sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass Sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ja. Ich frage mich, warum Sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Cool. Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich auch. Nimm den Folianten und lies.
Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Den finde ich sicher schnell. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Warum? Wegen Ciri? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Wozu denn sonst, Leute? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Oh Mann. Man sollte doch nicht einfach alles trinken, Leute. Und jetzt? Hier. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Doch. Was ist mit dieser Wand? Und wieder, was ist? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Kluges Mädel. Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Noch so gerne. Danke. So, machen wir mal die Türe hier weg. Zwar ein bisschen, ja, durch die Wand noch, aber... Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische, was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Was für ein Rätsel? Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay. Dann würde ich mal den hier meinen. Kannst du das nochmal wiederholen, Kleiner? Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Die ist aus. Das habe ich noch kommen sehen, dass irgendein verdammter Verteidigungsmechanismus kommt. Aber ey. Was hab ich? Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge raus. Brennt wie Zunder. Warte. Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter so. Der Wand da. Auf jeden Fall, geile Sache. Machen wir noch das da. Dann wissen wir jetzt die richtige Reihenfolge. Wunderbar. Versuchen wir es. Ich muss nur die Reihenfolge rausfinden. Das ist kein Thema mehr jetzt. Zwei. Drei. Das erste habe ich verstanden, das zweite dann eben nicht mehr, deswegen wusste ich nicht mehr, welches ich nehmen sollte. Aber jetzt haben wir es und wir können durch. Oh yeah, ich liebe es. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Ich liebe solche Rätsel.
Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Pilgern von Lot die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Okay. Gehen wir. Wenn das alles war, dann können wir jetzt raus. Ich hoff's doch. Ansonsten musst du mir Bescheid sagen. Aber ich denke... Und schon sind wir am Tageslicht. Vergiss mein nicht. Tja. Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Du hast auf jeden Fall etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen, und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich gehöre zu den Zweiteren. Ich habe dich eher zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Na klar. Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Gera. Das möchte ich auch können. Genau das. Dann bräuchte ich nämlich... Darf ich auch gerade mitkommen? Nein! Wisst ihr, wie geil das wäre? Ohne Schnellreisepunkte zu arbeiten, einfach nur... Ameglan oder sowas zu sagen und dann tschüss auf die andere Seite, Leute. Begib dich zur Burg des Barons. Okay. Was ist denn hier? Hä? Komm schon, Plätze. Nein, aua. Leute, sag mir jetzt nicht, ich hab gegen die keine Chance. Sieht nicht gerade so aus, die sind Level 13 oder so. Rennt um euer Leben, Leute. Nein, lasst mich in Ruhe. Geht zu eurem Scheiß, ey. Ich komme wieder, wenn ich stärker bin, Leute. Nicht jetzt. Ah. Da gucke ich mir lieber die Quest an, was wir noch so machen können. Nebenquest. Eine von Mera Metz. Oder Keira Metz. Machen wir doch, da es eine Nebenquest ist. Vielleicht nicht mehr heute und nicht mehr morgen. Nicht mehr heute, aber morgen. Beim nächsten Mal, denn das muss schon sein, sowas. Hey, Plötze! Auf! Hallo, Plötze! Eigentlich wollte ich noch mit euch irgendwo im hinrennen, wo es spannend ist oder so, aber nö. Das Ende muss ja meistens scheiße sein, aber nun ja. Komm schon, das wäre knapp, das zu schaffen. Einfach über die Prärie. Aber ne, wie es weitergeht, werden wir im nächsten Part sehen, wenn es wieder heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, es war nicht so langweilig. Wenn nicht, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und natürlich, wenn ihr im nächsten Part wieder einschaltet. Tschüss.